Hallo ihr Lieben, ihr fragt euch sicher, was das jetzt ist. Das ist das neue Rubens Fairbanks. Das ist das neue Zelt, was ich mir besorgt habe. Einfach weil das Canvas Camp, das Doppel Superior, einfach mir zu schwer geworden ist. Hier haben wir 9,5 Kilo und es geht ruckzuck aufzubauen. Wie? Das zeige ich euch jetzt, denn wir wollen zusammen das erste Mal dieses Zelt aufbauen. Ich packe es also mit euch gemeinsam aus. Okay? Bleibt dran! Also, wir haben hier das Rubens Fairbanks. Ein 4-Personen, wie nennen die das? Es ist eine Art Tipi, es ist eine Art Glockenzelt. Das Charakteristische dabei ist, dass es nur mit einer Stange aufgestellt wird. Also, du hast unheimlich wenig Stützen, die du erstmal irgendwie zusammenstecken musst. Ganz einfach aufzubauen. Jedenfalls erhoffe ich mir das. Und vor allen Dingen das A und O. Das ganze Ding wiegt gerade mal 9,5 Kilo. Also, wir packen es zusammen aus und lassen uns mal überraschen. Der erste Eindruck auf jeden Fall ist perfekt. Ja, es ist super. Also auch die Taschen, alles ist super gemacht, super verarbeitet. Da bin ich schon mal ganz angetan von. Details zeige ich euch später. Hier haben wir schon mal diese Spitzen. Die tun wir mal hier hin. Dann packen wir das mal auseinander. Gucken. Das wird die Stange. So. Okay, wer es braucht. Hier ist die Aufbauanleitung noch mal drauf. Gut. Was haben wir da noch drin? Nichts mehr. Okay, zur Seite. Als erstes würde ich sagen, ausrollen. Ah, hier haben wir noch die Heringe. Gut. So, und ich denke, das ist so ähnlich wie bei unserem anderen. Erstmal ausrollen die Fläche und mit den Heringen befestigen. So, hier haben wir den Eingang. Erstmal überlegen, in welche Richtung wir diesen Eingang machen wollen. Grundsätzlich finde ich es besser, wenn man frühmorgens nicht direkt die Sonne im Zelt hat, sondern dass man ein bisschen im Schatten vielleicht sitzen kann und abends lieber noch die wärmende Sonne. Also so gesehen würde ich das Teil drehen. Da ist die Richtung Westen und hier wäre Richtung Osten. So, okay, also hier sind die Sachen. Ich würde mal sagen, das kommt. Hier unten ist sowas. Okay, das ist die Grundfläche. Brauchen wir jetzt mal die Haken dazu. Eins, zwei, drei, vier von den längeren. Und dann haben wir hier noch 1, 2, 3, also 5 kurze, nein, Entschuldigung, 6 kurze sogar. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dieser Aluminiumhaken. Falls ihr euch fragt, warum der schon ein bisschen verbogen ist, ich habe hier ein Vorführzelt gekauft. Demzufolge sind die Bänder auch ein bisschen anders eingerichtet, als würdet ihr es direkt frisch kaufen. Aber das macht ja den Reiz aus. Wir wollen ja zusammen gucken, wie bauen wir so ein Zelt am schnellsten auf. Ein Stückchen nach hinten hier. So. Ah, hier ist schon wieder das so ein bisschen eng. Das ist ein bisschen doof. Da. Ihr wisst ja, das Beste beim Zeltaufbauen ist ja meistens, entweder habt ihr Regen
oder ihr habt richtig fetten Sonnenschein. Hier fehlt noch einer, guck mal. Nehmen wir uns die Stange vor. Und das ist ein super Prinzip. Die ist hier komplett in einer einzigen Stange verpackt. Finde ich genial. Nehmen die raus. Ah, das kommt da rein. Und hier. Ah, so. Und so. So würde das gehen. Gut. Dafür habe ich ja gleich zum Anfang zwei Teile rausgepackt, nämlich die Spitze hier und diesen Gummischutz für oben. Ich kann auf den ersten Blick kann ich nur sagen, super verarbeitet alles. Wollen wir noch mal gucken, hier. Hier vorne kommt, was man da sehen kann, hier kommt nachher die Zeltstange rein. Und wie ich gesehen habe, muss man das gar nicht reinfriemeln, sondern wir haben hier einen Klettverschluss. Also das hier oben rauf. Ich denke, dass das so ist. So, und dann suchen wir uns hier den Einstieg. Da müssen wir rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier hat jemand noch den Reißverschluss zugemacht. Vielleicht sollten wir den aufmachen. Jetzt wird die Sache einfacher. Hier ist es zu sehen. Da kommt der Gumminippel rein. So. Und ja, ich weiß noch nicht, wie dicht. Erstmal gucken. So, haben wir das hier oben richtig drin? Sieht so aus, sieht aber ein bisschen komisch aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich denke, das Prinzip dürfte klar sein. Jetzt bleibt die Frage, wie wird das jetzt abgespannt, damit uns das nicht umfällt? Behelf mir mal. Okay. Du brauchst also erst noch einen Picker hier. Der Vorteil ist, es ist super leicht. So, jetzt könnte es grundsätzlich erstmal nicht umfallen. Also, wie man sieht, es gibt hier eine obere Schlaufe, was auch sehr schön ist und was das Zelt sehr windstabil wohl macht, ist, wie man hier schon sehen kann, diese obere Zeltbahn, die geht relativ tief runter, also recht praktisch eigentlich, dass da nicht der Wind runterfahren kann. Ist toll, also hier, das sind so Dreiecke, ne, so Kunststoffdreiecke, die so ein paar Widerhaken haben oder so Rillen haben und sich dann in die Schnur, in die Abspannung so rein drücken. Echt gut gemacht. Ich hol mal den Hammer. Ah, hier ist er. Komisch, warum das hier an der Stelle so ist, aber naja. Dann wollen wir das mal aufmachen. Ganz ehrlich, von der Qualität, da ist überhaupt nichts zu meckern. Das ist ein Top. Zelt. Das merkt man schon an so kleinen Details hier.
Okay, also, das ist mein neues Zelt, das Rubens Fairbanks für 4 Personen. Ja, und jetzt gucken wir uns das Zelt mal genauer an. Ich hoffe, dass euch das hier gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar, macht einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abo habt, jetzt ist es ja genau der richtige Zeitpunkt, hier unten drauf zu drücken und die Glocke zu abonnieren. Aktivieren und die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.